Ich habe ganz frischen Fisch mal direkt geangelt, habe ich gegessen zum Beispiel, aber so gut. Das ist, glaube ich, der beste Fisch meines Lebens. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute mit dem Restaurant der Stars. Und das ist nicht wirklich einfach hier jetzt irgendwelche 0815 B-Promis, sondern hier gehen die Leute, die Rang und Namen haben. Ich habe da an der Tafel gesehen Muhammad Ali, eine Angela Merkel. Ich glaube Sylvester Stallone, da weiß ich aber auch nicht ganz genau, ob das Foto war. Was ich damit sagen will: Hier gehen die Leute hin, die wirklich sich alles leisten können. Hier wird ein Auto abgeholt vorne, nochmal vom Parkservice. Treppenlift, ich weiß nicht, ob das so heftig ist, aber sie haben einen Treppenlift. Ich sage euch nur, viel Spaß beim Video, geiles Ambiente. Essen möchte ich gar nichts zu sagen, aber Ambiente, alles, die Leute, Atmosphäre, gebt euch das Video, Leute. Ich freue mich auf einen Daumen oben, wenn euch das Video gefällt. Und dann viel Spaß gleich oben. Also ich will noch gar nicht auf die Karte gucken, Leute. Was ich gerne mache, ich lasse mich denn direkt am Tisch überraschen. Da lasse ich euch an meinen Eindrücken teilhaben. Und wir stellen uns natürlich jetzt die Frage. Das muss natürlich irgendeinen Grund oder irgendeine Berechtigung haben, dass die ganzen berühmten Leute hier essen gehen. Da spricht sich rum unter den Stars, die natürlich auch ein bisschen Geld locker haben. Geht hier hin, esst das. Also meine Erwartungen sehr hoch. Und jetzt gucken wir uns mal den Laden an. Das muss ich nochmal für euch mitnehmen, Leute. Wenn ihr Oma habt, Opa, die nicht mehr so leicht mit dem Gehen haben. Hier ist ein Treppenlift. Wichtige Info fürs Video. Für dich aber, wenn du mal wieder hier zu viel gegessen hast. So Leute, also wir sind hier drin, jetzt alles gerade ein bisschen auf Hektik, denn gleich wird hier die Hülle los sein und dann dürfen wir nicht mehr in die Küche. Deshalb müssen wir auf hektisch jetzt machen. Und oh, hier sind aber ganz viele Leute. Hier haben wir einen wunderbaren Ausblick. Wenn ihr hier seid, so wie ich das jetzt sehe, kann ich euch nur ans Herz legen, hier draußen essen, weil das ist babamäßig. Guck mal, geil aber, ne? Boah, guck dich das Licht an. Benny, wir haben hier den Chef am Start noch mal eben. Also erstmal sehr geiles Restaurant und sehr, sehr hübscher Mann, muss ich noch dazu sagen, ehrlich. Ja, von Familien geführt seit über 40 Jahren. Okay. Mein Stiefvater hat das vor 40 Jahren gegründet. Ja. Und jetzt führe ich das, oder mein Bruder und ich als seine rechte Hand. Okay, krass, krass. Und das war auch so dein Traum als Kind, schon übernehmen, oder bist du da so reingestolpert? Ja, ich persönlich habe mich erstmal woanders versucht, in der Autobranche und in der Schifffahrt, aber habe gemerkt, okay, das ist genau mein Ding. Geil. Und Dirk, mein Bruder, hat direkt Koch gelernt. Okay, das ist aber geil, ja. Okay, da habt ihr gleich den Koch hinten drin und den Geschäftsmann hinter den Kulissen haben wir dann auch mit am Start. So. Genau, der ist heute nicht da. Er ist heute frei. Verdient frei. Aber unser Koch, der hinten ist, ist auch schon seit 30 Jahren bei uns. Also okay, also der macht auch gute Arbeit. Der weiß auch, wie es geht und auch Familien geführt in der Küche. Also wir sprechen von ganz viel Tradition einfach. Ganz viel Tradition, ganz viel Familie. Okay. Das ist auch ganz wichtig hier. Und ich habe mir die Frage gestellt am Anfang, wenn hier die ganzen Stars herkommen, so wurde dieses Restaurant ja auch an mich rangetragen, muss es natürlich irgendwas Besonderes haben, weil die Leute haben Geld, die könnten auch, sag ich mal, für 300 Euro irgendwo essen gehen, wo sie dann ein 10-Gänge-Sterne-Menü kriegen. Aber warum kommen die hierher? Also erstmal, wir haben natürlich nicht nur Stars hier. Klar, verirrt sich der eine oder andere auch mal hier, aber jeder Gast ist für uns ein Star. Und wenn du hier heute bist, bin ich sehr stolz. Geil, danke. Und ja, das ist wahrscheinlich natürlich Qualität, ist das A und O. Und dann, was wir natürlich versuchen aufzuschreien, ist dieses Familiäre und sehr Persönliche. Also es ist immer einer von der Familie da. Heute bin ich da und vorne die blonde Dame ist meine Mama. Ah, geil. So, also da bringe ich denn keinen Mutterspruch oder so. Ja, das ist deine Mutter. Nein. Sie ist cool. Also, sie kann damit umgehen. Okay, geil. Ja, ja. Und dann schauen wir mal beim Essen, würde ich einfach sagen, selber, ob mich das überzeugt, weil ihr müsst natürlich mich heute überzeugen. Dann ich schlag ja schon. Nein, brauchst du nicht. Wir gucken uns direkt mal die Karte drüben an, dann schauen wir, was wir bestellen. Okay. Also Benni, ich muss ja auch schon mal sagen, ne? Sehr schönes Ambiente. Wohnlich, gehoben, aber irgendwie hat das was Besonderes hier. Das ist, kann man altbacken sagen? Nein, nicht altbacken. Nee, klassisch. Klassisch. Der ewig junge Klassiker. Mhm. Und natürlich mit Teppich, ne? Das ist ein bisschen, dass Schall aufgibt, ein bisschen Gemütlichkeit. Der Teppich ist übrigens gerade 2 Wochen alt. Der ist 2 Wochen gerade alt? Yeah. Okay, krass, krass. Also ganz flauschig, da wärst du jetzt sauber, weil ich mit dreckigen Schuhen hier Hundekacke noch in deine Schuhen da reingelaufen. Wir haben eine Kontrolle. Okay. Es sind hier ein paar Bilderchen, habe ich schon gesehen. Sind das von Berühmtheiten hier, oder? Ja. Ah, okay. Was würdest du sagen, sind so deine Highlights von Leuten, die hier waren? Aktuell natürlich Gorbatschow damals. Hier haben wir Jürgen Klopp, Udo Jürgens. Udo Jürgens. Merkel. Sylvester Stallone, Muhammad Ali da oben. Muhammad Ali war auch da, ne? Ja. Okay, krass. Das ist der Richie, unser Das ist der Barchef hier vorne, ne? Genau, den werde ich noch mal ins Verhör nehmen nachher.
Wir müssen Fischgericht nehmen, Leute, weil das ist bekannt für den Fisch hier. Wir nehmen aber auch so ein paar Sachen, wo ich auf ein gewohntes Terrain mich begebe. Oh, oh ja, da, ich dring mal kurz ganz tief ein, Leute, und dann muss ich mal in mich gehen. Hauptspeise muss der Räucheraal sein. Das ist wirklich so okay. Ein Signature-Dish. Das ist, ja. Dafür kommen alle aus der ganzen Welt. Echt? Das ist so? Essen. Dann nehme ich das. Räucheraal als Vorspeise, dann nehme ich die Seezunge. Da habe ich dann, sage ich mal, viel Tradition schon auf dem Teller. Und dann gucke ich noch, ob ihr auch noch irgendwas anderes einfach auf die Karte knallt, um es drin zu haben. Oder ob ihr auch das Wiener Schnitzel war gerade in Wien und habt Schnitzel gegessen. Perfekte Auswahl. Perfekte Auswahl. Nehmen wir die drei Gerichte und dann viel Spaß erstmal bei der Vorspeise. Räucheraalfilet auf Kräuterrührei mit gebratenem Schwarzbrot. Lasst es euch schmecken. Ab in die Küche hier. Hier geht alles Schlag auf Schlag, Leute. Moin Moin. Da ist unser Chefkoch. Drei Gänge wollen wir reinhauen. Wir machen für YouTube ein kleines Video. Haben sozusagen das, wofür es steht und noch mal eine kleine Beilage. Haben wir uns ausgewählt aus der Karte und du musst uns dein bestes Essen heute zaubern. Mach ich. Kriegst du hin, sagst du? Logisch. Okay. Alles klar. Und was machst du, wenn ich zum Schluss sage, hat scheiße geschmeckt? Dann fliegst du raus. Krieg ich Kopfnuss, ne? Ja. Jens, wir haben Ahmed jetzt. Oh, moin Ahmed. Ja, das ist der Mann für die guten Aufnahmen hier. Na, wenn du mal zu Hause ein Filmchen von Frau und dir haben möchtest, dann rufst du Ahmed an. Ja, komm. Ja, grüß dich. Ja, ja, genau. Hi, Jamie. Du bist auch? Ja. Lüg doch nicht. Ja, ohne Scheiß. Ehrlich jetzt? Ohne Scheiß. Wie lange hast du da gelebt? Ich lebe da immer noch. Nein. Ja, ohne Scheiß. Kennst du die Nonnenmachers? Die, nee. Okay, nee. Kennst du Pastor Schwiedering? Das habe ich schon mal gehört, ja. Das ist mein Opa gewesen. Ich komme aus einer Heiligenfamilie sozusagen. Oh, ja. Ja. Welche Schule bist du denn? Schulzentrum Süd oder Nord? Sonderschule. Sonderschule. Okay, Jamie bereitet uns das hier vor. Ist Jamie die für die feine Arbeit hier? Ja, das ist ja. Ein hübscher Jamie. Ja, das habe ich gesehen, ja, du, das stimmt. Jamie ist Zweite. Okay, entspannt. Haben wir schön Salat-Bouquet gemacht, ne? Ja. Von mir meine Eindrücke zwischendrin. Große Küche, viele Leute. Sind ja auch sehr viele Plätze im Restaurant. Also wirklich viel los. Über das Ambiente brauche ich jetzt nicht nochmal in höchsten Tönen loben. Ist schon andere Liga, als wenn man hier nebenan in Buxtehude mal irgendwas essen geht. Der Jens kommt auch aus Buxtehude, wer das mitbekommen. Das Essen kann nur schmecken. Ganz kurz in der Mikrowelle. Sag nicht Mikrowelle, sag Deluxe-Aufwärmer. Deluxe-Aufwärmer. In Gourmet-Ofen kommt das. Wenn er so ein bisschen lauwarm ist, dann kommt der Rauchgeschmack raus. Ich hab mir mal sagen lassen, man muss ganz dicht mit dem Gemächt an die Mikrowelle ran. Gut für Hohenkrebs. Ich hab mir gesagt, hier Ahmed ist gefährlich. Ich hab auch so einen da. Hast du auch so einen da? Der ist gefährlicher. Gefährlicher als Ahmed geht nicht. Ja, oder? Ali, komm her. Er hat mit Ahmed gedroht. Egal. Du hast Ali. Und jetzt kommt erster Gang, Leute. Der Räucheraal. Also man merkt erstmal schon richtig, ihr wisst ja, wie wichtig immer der Geruch ist. Oh, dieses Räucheraroma. Und nicht das eklige vom billig Restwerteposten. Diese Räuchersalami, wisst ihr das nicht? Dieses gute Raucharoma. Räucherfilet auf Kräuterrührei mit gebratenem Schwarzbrot. Das soll das sein, wofür die Leute hier gefühlt einmal um die Welt reisen, um diese Köstlichkeit zu kosten. Ich werde es einfach ganz, wie sage ich immer, barbarisch, mir jetzt hinter die Kiemen stopfen, einfach abbeißen, weil ich will den ganzen perfekten Bissen auf einmal haben. Hätte ich ganz anders erwartet, weil ich das ja schon gerochen habe, dieses Raucharoma, wisst ihr. Hätte ich gedacht, boom, dass das wirklich direkt sehr präsent ist, aber sehr weich, sehr cremig. Ihr beißt da rein und es ist einfach wie, es geht runter wie Butter, wisst ihr? Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen, immer sperren sich alle Alarmglocken an, wenn so dieses ganz intensive, unnatürlich ist. Das ist ganz natürlich, weich, geschmeidige Salznote, ein ganz gediegenes Essen, wenn ihr mich fragt. Das Geile ist beim Ei, das ist gefühlt so ein Mittelding noch, als wäre es komplett flüssig, aber trotzdem ist so dieses Feste noch mit drin. Also das ist eine ganz interessante Konsistenz. Ich muss mein Gesamtbild, glaube ich, erstmal machen. Ich muss auf jeden Fall erstmal in mich gehen. Das ist für mich zurückhaltend edel. Zurückhaltend edel. Also wenn ihr mich fragt, ist das eine 9,5 Punkte. Du bestellst das, du weißt natürlich, da kommt jetzt kein Hack-Mack, Hick-Hack, irgendwas Special-mäßiges. Es schmeckt einfach so fein und so lecker. Nicht künstlich, ist wirklich on point und kann es nicht viel besser machen. Also top. Top, warten wir aufs zweite Gericht. Ich sag zu Jens eben, ich war schon bei berühmten Restaurants auch so. Das heißt nicht automatisch, dass ich die gut bewerte. Aber das war klasse. Super. Das war spitze, freu mich. Und dann gehen wir jetzt zur Seezunge und dann wieder Schnitzel. Jens, mein Lieber.
Weil das ist ein teures Stück Fisch, ne? Ja, super. Ein schöner Platz. Schön. Braten, das ist schön goldgelb, circa 10 Minuten. 10 Minuten sogar? Circa 10 Minuten, ja. Okay. Ja, ja, der braucht einen Moment, der ist dick, ja, ne? Der ist dick, fleischig. Ne? Muss ja eine Gräse muss auch schön durch sein, ja, und so. Und ich krieg davon ein kleines Stück aber nur, ne? Das ist ein ganzes. Nein, nein. Nein, na schau, na, ich muss doch noch mehr essen. Du musst noch mehr essen, ja, die Teile, ne? Ich hoffe, euch gefällt mein neues Objektiv. Ich habe ein neues Objektiv nochmal drauf. Edel, danke an den guten Franklin für die Empfehlung. Du wirst dir die Finger lecken nach diesen Aufnahmen. Wunderbar, da freue ich mich. Jensen! Was mir extrem auffällt ist, obwohl es ein fast reines Fischrestaurant ist, es gibt jetzt auch Kalbschnitzel und so, es riecht hier null fischig. Egal in welchen Raum du gehst, da hinten zum Beispiel im Raum, wo dieser Aal zubereitet wurde, nichts, nicht ein unangenehmer Fischgeruch. Gar nichts. Das sagt mir einfach frisch sein Vater. Ja. Die fischen ihn quasi da raus. Ja. Na, guten Appetit. Ja, danke, ja, danke Jens, Mann. Das ist die Seezunge, die wird jetzt filetiert. Filetiert. Damit gehe ich mit so einem Soßenlöffel, gerade das Blech hier, da schneide ich am besten knallen, löse ich praktisch die Seiten erstmal, so wie ein Messer. Und mit der Gabel gehe ich dann in den Kamm rein, ja, und ziehe so langsam die Seiten runter. Jetzt habe ich soweit die Seiten erstmal gelöst. Jetzt gehe ich wieder mit dem Löffel einmal hier in die Mitte rein und löse die Filets praktisch direkt von der Grete. Und das sieht man jetzt auch hier, sehr gut gebraten. Und als Gegenkontrolle für die Grete kann man hier einmal reingehen, einmal nochmal runtergehen. Hier sieht man es, da hat sich wieder eine. Ich hoffe, ja, es war eine Lehre. Ja, definitiv. Sehr interessant zu sehen. Und jetzt gehe ich da direkt mit der Butter hier rüber, oder? Braune Butter gerne auf Kartoffeln, auf dem Fisch, aber nur über die Zitrone. Ich mache es einmal so. Ja. Das ist ja nicht schlimm, dass sie drauf bleibt. Ja. Wichtig ist einfach nur, ich mache die Zitrone jetzt nicht mit der Butter. Okay, okay. Aber oben drüber die Zitrone jetzt trotzdem geht. Das kann man machen. Okay. Dann werde ich es so mal probieren. Danke dir. So Leute, ich habe irgendwas bekommen, von dem ich keine Ahnung habe. Das ist wahrscheinlich ein Fischmesser oder so, ist egal. Ich esse jetzt einfach so. Erstmal der Kartoffeltest. Geiles Butteraroma. Geil, Leute. Ich habe dieses Butteraroma, wie euch in euren kühnsten Träumen vorstellt, wie Butter schmecken soll. Wirklich Baba. Ganz weicher, edler Geschmack. Alter, das ist wirklich spitze. Ein bisschen Zitrone. Es ist ja wirklich so, ich habe es mir mal sagen lassen, hat sich durch meine Erfahrung auch bestätigt, was Ahmed da gesagt hat in der Küche. Fisch darf nicht nach Fisch riechen. Und so dementsprechend auch nicht diesen krassen, intensiven Fischgeschmack haben. Dann ist er nämlich unter Umständen auch gar nicht mehr gut. Und der schmeckt ganz, ganz edel, wieder weich. Wirklich zurückhaltend. Aber so, wenn ihr mich fragt, wie Fisch sein sollte. Ganz entspannte, zarte Melierung obendrauf. Das ist gut, Leute. Das ist echt gut. Ordentlich Butter drauf, das muss. Das ist krass, Leute. Das ergänzt sich so heftig. Die Butter ist ja an sich auch schon so geschmeidig. Aber dieses, sage ich mal, zurückhaltende Fischfilet, nicht negativ wohlgemerkt zurückhalten. Ne? Denn diese intensive Butter da drauf geht eine geile Kombi ein. So, ich bin ehrlich zu euch, habe ich glaube ich noch nie im Leben Fisch gegessen. Also ich, Wasser ist nie im Leben. Ich habe ganz frischen Fisch mal direkt geangelt, habe ich gegessen zum Beispiel. Beziehungsweise auch das ein oder andere Mal wirklich guten Fisch. Aber so gut. Das ist glaube ich der beste Fisch meines Lebens. Ich sage es euch. Ach, mir tut mir den Gefallen nur ein bisschen einmal hier mit der Butter. Mal gucken. Genau, Zunge raus. War nix. War nix. Krank, ne? So zart, so weich, kriegt von mir eine 9,7. Einfach unter dem Aspekt, ich bin so jung noch. Wer weiß, was in meinem Leben noch kommt. Ich weiß, ich sage euch das oft, aber es ist einfach so meine Philosophie. Sonst hätte ich den noch höher gegeben. Also das ist echt, ich lasse mich überraschen, was noch kommt in meinem Leben. Aber viel mehr geht da nicht. Krank. Wie oft stand ich schon vor dem Restaurant, habe auch gesagt, oh, ich habe so hohe Erwartungen. Oh, das muss ja heftig sein und das muss ja geil sein. Richie, machst du den Job aus Leidenschaft, wie ich mir sagen lasse, ne? Ja, irgendjemand hat ja schon gesagt, mach deinen Job zu deinem Hobby und wirst du nie wieder arbeiten müssen. Ne? Ja, das ist so. Ne? Ja, dann musst du nie wieder arbeiten, wenn du dein Hobby den ganzen Tag machst. Du bist ja natürlich auch mit den ganz betrunkenen Gästen, da fallen auch mal die ein oder andere Geschichtchen wahrscheinlich, ne? Ja, aber du weißt ganz genau, Geschichten darf ja natürlich ein Barkeeper nie verraten. Ne? Ja.
Aber ich kann dir sichern, es ist ja nichts Schlimmes passiert. Ja. Okay. Ja, tolle Gäste hier. Ja. Geil. Und viele Berühmtheiten auch, ne? Ja, das sind ja dabei. Ja. Wir freuen uns auf jeden Gast. Ja, schön. Was benutzt ihr da für die Panade? Das ist ein Panko-Mehl, japanisches. Panko-Mehl, japanisches? Ja, ein bisschen knuspriger. Geil. Wo drin bratet ihr das zum Schluss? Das ist Pflanzenfett. Pflanzenfett, okay, okay. Danke dir, Benni, danke. Das habe ich bestellt, um einen guten Vergleichswert zu haben. Bratkartoffeln, Essen aus Leidenschaft, ein Essen des Herzens bei mir. Und ja, das Wiener Schnitzel habe ich jetzt auch nicht selten gegessen. Sind halt ein Fischrestaurant, deshalb schauen wir, wie wir das mal einordnen jetzt. Sehr knusprige Bratkartoffeln. Ich muss ehrlich sagen, traurigerweise, Bratkartoffeln bestellst du in 10 Restaurants. Müssen sogar 20 nehmen. Und 19 Mal gehen sie schief gefühlt. Und die sind wirklich top. Also seht es auch, damit ihr wisst, ich erzähle keinen Scheiß. Die sind alle knusprig. Die sind schön knusprig, ganz viel Knusperfeeling. Und das brauchen Bratkartoffeln. Bratkartoffeln brauchen Liebe. Wenn ich zu Hause Bratkartoffeln mache und ich mache wirklich die besten Bratkartoffeln, das kostet Zeit. Und Zeit ist rar im Restaurant. Da wird dran gespart und dann hast du da so als Beispiel 15 Kartoffelchen liegen. Davon sind 3 angebraten. So, und das ist nichts. Die sind gut hier. Japanischen Panko-Mehl. Zitrone haben wir auch hier. Die nehmen wir auch direkt drauf. Okay, bin ich gespannt. Ich würde jetzt mal sagen, traditionell gesehen, ich sag mal, es ist nicht handwerklich mit diesem Panko-Mehl natürlich korrekt. Die Frage ist einfach nur, ob es schmeckt, weil dann ist mir scheißegal. Scheiß auf irgendwelche Regeln, ob das schmeckt. Sehr präsent bei diesem Gericht ist wirklich zum einen auch das Bratfett. Und da haben die ja irgendein Pflanzenfett genommen, ist etwas ungewöhnlicher. Um es euch so zu sagen, wer ein klassisches Wiener Schnitzel gewohnt ist, ist hier erstmal an der falschen Adresse, weil es ist einfach anders erstmal. Ne? Aber ist lecker. Kalbsfleisch, kein irgendwie Billigfleisch, Abklatsch, Schwein oder so. Also Schnitzel, Leute, ganz klar, ist vernünftig. Ich weiß, wenn sich auch die einen oder anderen freuen, dass ich das jetzt wieder sage, aber ist auch ganz kein bisschen zu viel Salz dran. Ich habe das beim Machen gesehen, das ist ja auch so dünn. Das ist ja wenig, ist in dem Fall dann schon viel zu viel. Aber es ist lecker, Leute, es ist auf jeden Fall lecker. Kann auch gleich wieder aufgedreht werden. Also für mich, Leute, es ist ein Weltrestaurant, um das damit abzuschließen. Da merkt man, die haben ihre Wurzeln, wie ich finde, auf jeden Fall bei den Fischgeschichten. Würde ich mir 7 von 10 Punkten geben. Ist lecker, aber für mich, sage ich mal, in Anführungsstrichen das schwächste Gericht. Die anderen habt ihr gesehen, knapp unter 10 die Bewertung. Das hier ist vernünftig, aber auch nicht so, wie ich jetzt das Schnitzel erwartet hätte. Aber es ist wert, das zu probieren. Also, Benni, jetzt von mir mal mein bescheidenes Urteil. Ich finde, ihr seid ein Weltrestaurant, wirklich. Also, es ist absolut krank. Ich habe den ersten Gericht, glaube ich, 9,5, den zweiten 9,7 von 10 Punkten gegeben. Und wer mich schaut, weiß, dass ist vielleicht 3 oder 4 Mal erst vorgekommen in meiner ganzen YouTube-Geschichte. Ne? Also es ist wirklich phänomenal heftig. Ja, und eine große Ehre. Also ich wurde schon vorbereitet, dass du auch manchmal hart ins Gericht gehst. Ja, aber ich muss einfach sagen, das war krass, was Fisch angeht, glaube ich, das Beste, was ich bisher gegessen habe im Leben. Dankeschön. Das Einzige, sage ich mal, was immer noch auf jeden Fall lecker war, aber am schwächsten von den Gerichten war für mich das Schnitzel, habe ich 7 von 10 gegeben. Einfach, weil das Panko-Mehl für mich jetzt nicht an dieses Normale rankommt. So, das war der Hauptgrund. Aber das ist natürlich Geschmackssache. So kann man auf jeden Fall so testen. Hat einen gewissen Charme. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Reiche ich dir nochmal die Flosse und sag vielen Dank. Und ja, dann sehen wir uns privat safe nochmal wieder hier, dann zusammen mit Frau. Euch danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen über einen Daumen oben, falls euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.